In diesem Video möchte ich mal darauf eingehen, was du tun solltest, um mehr Geld auf dem Markt zu verdienen und warum du dich auf das freuen solltest, was bei Cardano auf dich zukommt. Auf meinem Kanal gibt es alles zum Thema Krypto. Und wenn dich das interessiert, dann würde ich mich über ein Abo und ein Like freuen. Wenn du aber noch erfolgreicher im Kryptomarkt sein möchtest und vor allem von Anfang an dabei, dann würde ich dir empfehlen, mein Patreon zu werden, denn im letzten Wochenbericht zum Beispiel habe ich auf der Suche nach neuen Microcap Coins mit Potenzial alle aktuellen Kryptobörsen durchsucht. Und ich habe aus hunderten von Projekten 9 Projekte herausgefiltert, die interessant erschienen. Und davon habe ich 3 Stück vorgestellt, die mich besonders begeistert haben. Das solltest du auf keinen Fall verpassen, der Link ist in der Videobeschreibung. Bevor ich aber nun darauf eingehe, warum Cardano in letzter Zeit nicht so viel getan hat, aber warum du dich freuen solltest, möchte ich zunächst einige wichtige Nachrichten vom Kryptomarkt ansprechen, die du wissen solltest. Bitcoin hat endlich wieder eine Marktkapitalisierung von 1 Billion Dollar erreicht. Und auch die Bitcoin-Dominanz hat jetzt ein 2-Monats-Hoch verzeichnet. Ich weiß ja nicht, wie viele von euch in Shiba Inu investiert sind, aber der Kurs von Shiba Inu ist in den vergangenen Wochen ebenfalls explodiert und hat es in die Top 20 der Kryptowährungen geschafft. Außerdem hat die SEC erklärt, dass sie keine Pläne hat, Bitcoin zu verbieten und dass sie nicht vorhat, in Chinas Fußstapfen zu treten. Und das sind auf jeden Fall gute Neuigkeiten. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir noch in diesem Jahr mit der Einführung mehrerer Bitcoin-ETFs rechnen sollten, die allesamt sehr bullish sind. Cardano hat eine ziemliche Reise hinter sich. Es hat es geschafft, in nur 4 Jahren von der Unbekanntheit zu den 3 größten Kryptowährungen der Welt nach Marktkapitalisierung zu gehören. Und wenn ihr euch daran zurückerinnert, dass sie im November 2020 gerade mal eine Marktkapitalisierung von 3,3 Milliarden Dollar hatte und zu einem Preis von 10 Cent gehandelt wurde, war sie damals eine der günstigsten Kryptowährungen, die du kaufen konntest. Ich habe damals Cardano bei 5 Cent gekauft, was sich sehr, sehr gelohnt hat. Die einzige Ausnahme ist, dass der Zyklus noch etwas länger dauern würde, was eine längere Konsolidierungsphase zur Folge hätte. Normalerweise geht es ja nicht von 2 Cent auf 2 Dollar und dann einfach noch weiter, ohne dass es eine Art Pullback oder eine sehr lange Konsolidierungsphase gibt. Dass alle Altcoins wochenlang seitwärts laufen, ist also sehr logisch und sollte dich auf jeden Fall freuen. Denn das bedeutet nur, dass die 2-Dollar-Marke gehalten werden kann und dass sie sich nur auf eine weitere parabolische Bewegung vorbereitet. Und wenn ich vorhersagen sollte, wie lange die Akkumulationsphase gut gehen könnte, wäre ich vollkommen zufrieden, wenn Cardano gegen Ende Oktober und Anfang November noch 2 bis 3 Wochen lang seitwärts läuft. Denn je länger der Kurs unten ist, desto höher steigt er. Und wenn wir auf die Ereignisse des letzten Jahres zurückblicken, brach ADA Mitte bis Ende November aus der Unterstützungszone des Bullenmarktes aus. Wenn Bitcoin also im besten Fall weiter nach oben klettert, nachdem er den gleitenden 2-Wochen-Durchschnitt gehalten hat, könnten wir im November eine Rallye von Cardano erleben. Und wenn du als ADA-Besitzer so bist wie ich, dann ist die beste Herangehensweise, dass du einfach Diamantenhände hast. Denn wir haben noch nichts von dem parabolischen Anstieg gesehen, den wir bei ADA erleben werden. Und laut einer Studie von Grayscale ist ADA sehr unterbewertet. Dem Papier zufolge ist Cardano ein unterbewerteter digitaler Vermögenswert, der sich dadurch auszeichnet, dass er erst gleich beim ersten Mal richtig macht, was den forschungsorientierten Ansatz von Cardano unterstreicht. Das neue Alonso-Upgrade von Cardano, das die Implementierung von Smart Contracts beinhaltet, ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg, andere Smart Contract-Plattformen und Ökosysteme wie Solana oder Ethereum zu entthronen. Denn jetzt hat Cardano eine weitaus größere Verbreitung und mehr Wachstum als je zuvor erfahren. Und wenn Smart Contracts weiterhin so weit verbreitet sind und das Ökosystem von Cardano wächst, könnten wir einen höheren Preis in ADA erwarten. Außerdem hat Cardano in den letzten 12 Monaten über 1,6 Billionen Dollar an On-Chain-Transaktionen abgewickelt. Das sind etwa so 40% weniger als Ethereum und 50% weniger als Bitcoin. Die Popularität von Cardano hat ja stark zugenommen. Das Netzwerk wickelt inzwischen über 150.000 Transaktionen pro Tag ab, was einer 13-fachen Steigerung seit Anfang 2021 entspricht. Cardano ist ja noch sehr jung und die Projekte auf Cardano befinden sich noch in einer frühen Entwicklungsphase. Die 5 wichtigsten Peer-to-Peer-Software-Projekte im Netzwerk sind dezentrale Börsen, aber die meisten dieser Projekte werden voraussichtlich erst
Ende 2021 oder auch Anfang 2022 starten. Und das vielversprechendste Projekt, und jetzt aufpassen Leute, ist CNFT.io, dessen tägliches Handelsvolumen bereits sechsstellig ist. Ich hinterlasse euch mal den Link in der Videobeschreibung. Viele Zweifler werden argumentieren, dass die Dienste Jahre brauchen werden, um die Marktkapitalisierung von ADA zu rechtfertigen. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass Cardano auch Partnerschaften mit der äthiopischen Regierung unterhält und plant, einen Stablecoin zu betreiben. Aber auch die Partnerschaft von Cardano mit Elrond könnte zu dem Anstieg etwas beigetragen haben, den wir vor nicht allzu langer Zeit gesehen haben. Abgesehen von all dem müssen wir bedenken, dass das Netzwerk von Cardano inzwischen deutlich schneller ist, weniger Energie verbraucht und geringere Gebühren als viele andere Blockchains hat. Die Cardano-Blockchain hat zum Beispiel 97,3% geringere Grundtransaktionskosten. Die Cardano-Entwickler haben ja auch vor kurzem eine Partnerschaft mit Chainlink geschlossen, und in einem anderen Video habe ich ja schon erwähnt, dass ich diese Partnerschaft sehr positiv sehe, weil die Smart Contracts von Cardano in der Lage sein werden, ihre Ausführung mit realen Daten wie Preisdaten, Wetterdaten, Wahlergebnissen, Verbrauchstransaktionen, Wirtschaftsindikatoren und vielem mehr zu verknüpfen. Meiner Meinung nach ist das eine großartige Akkumulationsphase für den nächsten Anstieg, der bald stattfinden sollte. Wie immer solltest du dich aber selber gut informieren, bevor du investierst, und vor allem einen langfristigen Fokus haben. Schau auf jeden Fall noch auf meiner Patreon-Seite vorbei, wenn du bei solchen Projekten, die so krass durchstarten können, von Anfang an dabei sein möchtest. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Hinterlass mir doch gerne einen Daumen nach oben. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Ciao!